Ich grüße Sie sehr herzlich von mir aus. Ich freue mich, dass Sie alle heute dabei sind und dieser Veranstaltung folgen. Good evening, good morning to everyone who's joining us today in the fourth session of Decolonizing Aid. Guten Morgen, wir freuen uns, dass Sie alle uns heute begrüßen zu Decolonizing Aid. Wir sprechen heute über das Thema Smashing Windows, Fenster einschlagen. Hilfe jenseits der Nord-Süd-Achse überdenken. Wir freuen uns darauf. Vierten Session zu unserem vierten Webinar in der Reihe Decolonizing Aid, planetarische Solidarität über die Hilfe hinaus. Wir freuen uns alle drei, dass ihr und sie wieder mit uns zusammen seid am heutigen Tag. Unsere heutige Sitzung dreht sich um die Frage, wie wir die Welt durch die Linse vor allen Dingen der Süd-Süd-Beziehungen rekonstruieren können in Bezug auf mit dem Denken über und mit dem Blick auf die Frage der Hilfe. Mein Name ist Uta Ruppert. Ich bin Professorin für Politikwissenschaft an der Frankfurter Uni, Global South, das heißt vor allen Dingen Nord-Süd- und Süd-Süd-Beziehungen ist der Fokus meiner Stelle und auch meiner Arbeit. Seit mehr als zwei Jahrzehnten lehre ich in Frankfurt und kooperiere von meiner Position aus immer wieder und in ganz unterschiedlichen Formaten, auch gerne und viel mit Medico zusammen. Ich mache jetzt den technischen Teil sozusagen der Einführung, die kurzen Worte darüber, was wir uns gedacht haben, was diese Fishbowl-Diskussion ist und sein soll in Deutsch. Und dann switche ich auf Englisch. Das ist dann auch die erste Vorbemerkung, die auch im Chat jetzt schon gekommen ist. Sie können alle die Sprache, in der Sie dieser Sitzung folgen wollen, auswählen in der Menüleiste unten bei dem Globuszeichen, wo es um Dolmetschen geht, da können Sie den Kanal einstellen, die Sprache, in der Sie dieser Sitzung folgen wollen. Wir haben Simultanübersetzung Deutsch, Englisch und Indonesisch. Das Format, was wir uns für diese Diskussion wünschen, ist, soweit das per Video im Internet möglich ist, eine Fishbowl-Diskussion. Das heißt, unsere Idee ist, es soll Platz für alle sein, die den haben möchten in diesem Panel. Das heißt, nach dem Vortrag, den wir gleich hören werden, haben wir eine lange und eine große Strecke an Diskussion. Und wenn Sie teilnehmen wollen an dieser Diskussion, egal ob mit einer Frage oder einem Kommentar oder einem Hinweis, dann bitte das Handheben-Symbol anklicken. Und dann werden Sie von unserer Moderatorin gefragt werden, die Menschen, die hinter der Szene arbeiten, ob sie gerne mit der Kamera teilnehmen wollen oder ob sie nur oder ob sie sprechen, also über Mikro teilnehmen wollen und werden entsprechend zugeschaltet werden. Bitte geben Sie dann auch an, in welcher Sprache Sie sprechen wollen, damit wir den entsprechenden Übersetzungskanal einschalten können. Zugleich die Erinnerung: Ich gebe mir jetzt schon Mühe an uns alle für die kommenden 90 Minuten. Bitte sprechen Sie langsam, sodass unsere Übersetzerinnen eine Chance haben, unserer Diskussion in der Sprechgeschwindigkeit zu folgen. Natürlich haben Sie wie immer bei Webinaren auch die Möglichkeit, Ihre Kommentare in die Chat-Funktion zu schreiben. Die werden dann auch nochmal kommentiert, gesammelt und in unsere Diskussion eingespeist. So, und jetzt würde ich gerne für den eher inhaltlichen Teil ins Englische switchen. And therefore start again with the remark that of course I'm
Und dann möchte ich gerne noch einmal erwähnen, dass ich mich sehr freue, dass ich heute hier dabei sein darf. Umso mehr, weil das Thema heute Fenster einschlagen lautet. Ich muss sagen, dass ich diesen theoretischen Ansatz ganz besonders interessant finde. Genauer gesagt ist es so, dass die gesamte Serie dem Image von Audre Lorde folgt. Das Haus des Herrn soll geschlossen werden. Und in unserem Fall ist das der gesamte Kontext des modernistischen Diskurs in all seiner theoretischen und materiellen Dimensionen. Und in diesem Kontext stellen wir uns heute die Frage, ob und wie das Einschlagen von Fenstern ein Zugangspunkt sein könnte zu einer radikalen Neudenkung der Hilfe über die Nord-Süd-Achse hinaus. Ich freue mich heute ganz besonders, diese Session moderieren zu dürfen, weil wir einen Gast und Redner heute hier eingeladen haben. Das ist Professor Sabelo Lovugachemi, der innerhalb des Dekolonisierungs- und Entwicklungskontextes ohne jeden Zweifel einer der wichtigsten Theoretiker ist, der Fenster einschlägt sozusagen. Und es ist mir eine große Ehre, Sabelo, heute hier mit dir zusammen diese Session durchzuführen. Bevor ich aber an Sabelo übergebe, möchte ich einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen und zusammenfassen, wie weit wir schon gekommen sind, bevor wir jetzt uns den Fenstern widmen. Wir hatten bereits 3 Sessions. Heute haben wir die 4. Die erste befasste sich mit der Architektur und der Frage, inwieweit es allgemein möglich ist, die Hilfe neu zu denken. Die zweite Session befasste sich mit der sozioökologischen Transformation und der Schnittstellen mit der Architektur. Vor 4 Wochen hatten wir die 3. Session. Da sahen wir uns die Fragen der humanitären Hilfe an und wir stellten uns auch die Frage, ob und inwieweit die humanitäre Hilfe zu der Transformation beitragen könnte, und zwar der Transformation nicht nur der Entwicklung, sondern des gesamten kapitalistischen Weltsystems. Was mir bei all diesen vorangegangenen Sessions besonders auffiel, war die Tatsache, dass wenn wir uns mit Entwicklung und Entwicklungshilfe beschäftigten, dann war es auch dann, wenn wir einen sehr kritischen Kontext in dieser Diskussion haben, da haben Radwa und Lian kritische Organisationen und kritische Thinktanks vertreten und angesprochen. Selbst vor diesem Hintergrund war es doch so, dass wir in unserem Gespräch über die Hilfe offizielle institutionelle Regierungspolitik kritisiert haben. Wenn wir uns aber die Rolle und Funktionen der kritischen Organisationen ansahen, dann wurde das Bild etwas weniger klar. Nach den vorhergehenden Diskussionen stellt sich meines Erachtens noch die Frage, inwieweit unabhängige Entwicklungsorganisationen aus dem Norden einen wichtigen Beitrag zum Diskurs der Dekolonialisierung der Hilfe leisten können. Und wenn sie das tun, haben wir dann tatsächlich eine echte Rolle in dieser Diskussion? Was kann die Rolle der kritischen nördlichen Entwicklungsmaschinerie in diesem Diskurs eigentlich sein? Und die zweite Frage, in der vorhergegangenen Diskussion haben wir festgestellt, dass es kritisches Denken und Wissen in all den Feldern gibt, die wir besprechen. Das Wissen gibt es bereits und es wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die interessantesten Aspekte der Kritik
die nicht nur aus dem sogenannten Expertenwissen stammen, sondern vor allem aus der sozusagen dem erlebten Wissen ist. Also das ist das Wissen der Aktivistenbewegungen und der Experten. Das ist etwas, das sehr deutlich wurde in den vorhergegangenen Diskussionen. Daher stammen die meisten Erkenntnisse. Ein weiterer Punkt, der für unsere Diskussion noch aussteht, wenn wir nach den grundlegenden Fragen fragen, dann stellt sich die Frage, welches Wissen in der Diskussion über die Dekolonisierung von Entwicklungshilfe fehlen? Was gibt es noch für Löcher und Lücken? Welches Wissen fehlt? Spielt der globale Süden hier überhaupt noch eine Rolle? Und wenn ja, welche? Was ist die Rolle des Nordens? Und welche Rolle spielt die Wissenschaft? Und kann die Wissenschaft aus dem Norden eigentlich einen produktiven Beitrag leisten, abgesehen davon, dass sie endlich lernen muss, zuzuhören? Und dann ein letzter Punkt. Wenn wir uns noch einmal die letzten drei Sessions ansehen und ihr habt bereits gemerkt, dass meine Annahme ist, dass das produktive Wissen aus dem Süden kommt, die wichtigsten Einblicke kommen aus dem Süden, die kommen auch von Bewegungen und AktivistInnen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie wir zusammenfassen können, was momentan die wichtigsten Anreize sind. Was sind die wichtigsten Punkte, um über die Dekolonialisierung der Entwicklungshilfe oder der Entwicklung auch beisteuern können. Was kann hier beigetragen werden? Und nun kommen wir endlich zu unserem Gast. Ich habe den Eindruck, dass wir wirklich den besten Redner zu diesem Thema gefunden haben. In diesem transnationalen oder internationalen Feld ist Professor Sabelo Luvukachemi sicherlich die beste Wahl. Aktuell ist er Vorsitzender der Epistemologie des globalen Südens mit Schwerpunkt Afrika in der Universität Bayreuth in Deutschland. Es ist also wirklich ein transnationales Unternehmen, was er da macht. Außerdem kann man gar nicht zählen, wie viele Professuren er an verschiedenen Universitäten in Südafrika hat. Er ist Professor Extraordinarius, Ehrenprofessor an UNISA, an der UFS, an der Universität KwaZulu-Natal. Er ist also eine sehr zentrale Figur innerhalb dieses gesamten Diskurses zum Thema der Dekolonialisierung, nicht nur im Bereich Entwicklung, sondern in dem gesamten Feld der Gedanken zum Thema Epistemologie aus dem und im globalen Süden. Ich habe auch nicht nachgezählt, wie viele Bücher er bereits veröffentlicht hat, aber 2008, 10, 12, 13, 14 immer wieder tauchen neue Bücher von ihm auf oder neue Schriften und immer befassen sie sich mit dem Kontext der Postkolonialität, der Dekolonialisierung und auch der Frage der Epistemologien des Südens und der Entwicklung. Sabelo, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns bist. Ich übergebe jetzt an dich und freue mich auf deinen Vortrag und die anschließende Diskussion. Vielen Dank, Uta. Vielen Dank für diese netten, einführenden Worte und danke auch für die Einladung. Ich hatte gerade erst eine lästige Erkältung, aber ich hoffe, dass es heute reicht. Ich komme nicht jetzt von den Parteien der Entwicklungshilfe. Ich repräsentiere Universitäten. Und daher ist meine Denkweise eine, die die Institution der Wissensproduktion vertritt. Ich bin Professorin in Bayreuth und
Dort unterrichte ich zwei Kurse. Da geht es um Wissen und Entwicklung. Und dann noch einen Kurs Entwicklung des Wissens in postkolonialem Afrika. Da geht es also um die Entkolonisierung der Hilfe, um die Solidarität über die Hilfe hinaus. Darüber hinaus möchte ich auch noch sagen, dass in diesem bestehenden Konzept, ich glaube eben nicht, dass Hilfe eine Kraft der Transformation ist und des planetären solidarischen Handelns. Es sollte die Grundlage sein für ein gutes Leben für alle. Ich sage das, weil ich der Meinung bin, dass ich aus meiner Perspektive heraus denke, dass die Unterstützung verbunden ist mit den makroökonomischen globalen Mächten. Und es ist gefangen in den geopolitischen Konzepten der imperialistischen Strukturen. Es ist immer noch verbunden mit der Entwicklung der Industrie. Und meiner Einschätzung nach hat das nicht dazu geführt, dass man sozioökonomische Kräfte in den Ländern selbst entfachen konnte. In einfachen Worten. Wenn wir heute über Entwicklung sprechen, dann muss es uns klar sein, dass es eine gewisse Rhetorik gibt dabei und eine Realität der Entwicklungshilfe gibt. Was meine ich damit? Gut, die Rhetorik, da geht es um die humanitären Aspekte, aber die Realität ist Kapitalismus und Kolonialismus. Ich würde sogar sagen, dass wir genau in diesem Kontext über dekolonisierte Unterstützung sprechen müssen. Dann wird es relevant. Aber wir müssen präzise sein, wenn wir die Konzepte ansprechen, die Konzepte der Dekolonisierung. Denn diese Konzepte werden immer wieder gebraucht, so weit, dass sie quasi zur eigenen Industrie geworden sind. Man will immer alles dekolonisieren. Und jetzt wollen wir also präzise sein, wenn wir über Dekolonisierung der Hilfe sprechen. Was bedeutet das dann? Was heißt das für die Machtverschiebungen auf globaler Ebene? Und was heißt das dann für jeden Einzelnen, der in diesem System steckt? Ich möchte hier jetzt auf zwei Aspekte eingehen und dann nochmal eingehen auf die Fragen, die wir dann auch in der Diskussion beleuchten wollen. Ich habe hier zwei Punkte, mit denen ich beginnen möchte. Es gibt eine Meta-Herausforderung, und zwar ganz theoretisch und auch ganz praktisch. Und da geht es um die Frage der Strukturen, auf der das ganze Konzept aufgebaut wurde. Und da müssen wir ganz vorsichtig über diese Konzepte und Strukturen nachdenken. Denn solange diese Strukturen noch für andere Dinge stehen, anstatt die zugrunde liegenden guten Absichten fördern, dann müssen wir das eben neu überdenken. Das ist eine Sache. Zweitens, es gibt einen weiteren wichtigen Aspekt. Und da geht es um die Frage des Wissens. Die Frage des Neudenkens des Denkens und der neuen Entwicklung der Unterstützung und Entwicklungshilfe. Welche Grundlagen sind denn die Grundlagen für unser Wissen? Welche Grundlagen sind denn die Fundamente für unsere Denkweise, auf der wir dann Entwicklungshilfe aufgebaut haben? Und wie nützlich sind denn diese Grundlagen dabei, um auch die jetzigen Strukturen, die ihren Anfang nahmen bei der Kolonisierung, neu zu denken und zu verändern? Und da ist dieses Konzept des Fenstereinschlagens auch sehr passend. Denn wir müssen hier sehr spezifisch sein. Welche Fenster müssen wir einschlagen, sodass wir Dinge reparieren können, dass wir die Entwicklung so aufbauen können, dass sie solidarisch auch wirklich dort ankommt, wo sie gebraucht wird, zum Nutzen der Menschen? Ich denke, die südafrikanischen Volkswirtschaften haben hier
bereits Positionen bezogen und gesagt, wir können die Herausforderung des Jetzt nicht verstehen. Wir könnten die Denkweisen nicht durchdringen, wenn wir nicht wirklich auch die letzten Jahre anschauen, wo die Eliten unsere Weltrealitäten bestimmt haben. Und da müssen wir wirklich tausende Jahre in die Vergangenheit schauen. Was sind denn jetzt diese Probleme, die wir einschmeißen müssen, die Fenster, die wir kaputt machen müssen bei der Kolonialisierung? Welche Strukturen wirken denn auch heute noch nach, trotz der guten Absichten? Auch hier müssen wir sehr präzise vorgehen. Wir dürfen aber hier nicht einfache Gewinne für uns reklamieren. Wir dürfen uns nicht zu sehr mit den niedrig hängenden Früchten zufrieden geben. Seit dem Anfang der modernen Welt ist es so, dass wir das Problem des Rassismus haben und eine Entwicklung, die vom weißen Mann dominiert wird. Und wir können darüber nicht hinausgehen, weder theoretisch noch praktisch, wenn wir das nicht wirklich überdenken. Und dann noch zweitens. Wir müssen auch darüber nachdenken, dass wenn wir Fenster einschlagen, dann was kommt denn dann danach? Gerade wenn wir uns die Strukturen der Sklaverei und der Zwangsarbeit anschauen, welche Strukturen wirken noch nach? Und drittens, und da werden viele andere auch sagen, dass Dekolonisierung jetzt in den letzten Jahrzehnten, vor allem in Afrika, es wichtig ist, dass wir Kolonisierung nicht als Ereignis betrachten, sondern als Machtstruktur, das eben noch Nachwirkungen hat. Und diese Nachwirkungen formen immer noch die Machthierarchie der Gegenwart. Und wenn es Insolidarität gibt, dann müssen wir schauen, dass wir uns für Solidarität einsetzen. Und wir müssen diese Kritik hochhalten, ständig. Eine Kritik des Kapitalismus. Denn Kapitalismus ist doch das Konzept, was immer noch für eine ungleiche Verteilung der Ressourcen verantwortlich ist. Das ist immer noch das Ärgernis der Natur und führt zu ökologischen und umweltpolitischen Krisen. Auch darüber müssen wir nachdenken. Und dann gibt es noch viele weitere Dinge, über die wir nachdenken müssen. Fenster, die wir einschmeißen müssen, zum Beispiel Patriarchat, Sexismus. Die Männerdominanz, auch die formt die Welt der Gegenwart. Und weiter, ein siebter Punkt. Bei der Restrukturierung, wie weit wird der Liberalismus zum Neoliberalismus? Wo finden wir hier die Möglichkeiten für eine Unterstützung, die wirklich auch diese Mächtestruktur umbauen kann? Und achtens, wir müssen auch die militärischen, industriellen Komplexe anschauen. Denn auch das sind Miseren, die die Konzepte der Entwicklungspolitik einschränken. Auch mit Konfliktpotenzial, vor allem im globalen Süden. Denn die imperialen Mächte kämpfen nicht auf eigenem Boden, sie kämpfen in Syrien, sie kämpfen in Libyen, sie kämpfen im Irak und anderswo und nicht zu Hause auf eigenem Boden oder Ukraine. Und Ukraine jetzt als Osteuropa, auch hier vielleicht als gewisser Süden, Süden, wenn man sich eben die Zentralität von Westeuropa anschaut. Das sollen also jetzt meine ersten Kommentare sein. Und ich möchte das folgende Argument aufbauen. Der zweite Punkt, wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen, ist der Punkt des Wissens. Was meine ich damit?
Warum ist Wissen so wichtig für uns, wenn wir Entwicklung reparieren wollen? Zuallererst, Wissen stellt den Rahmen für die Realität dar. Also, es stellt den Rahmen für Realität dar. Über welches Wissen reden wir und welches Wissen führt zu welcher Realität? Wenn wir uns jetzt den Punkt des Wissens anschauen, dann gibt es ein paar Fragen, die aufkommen. Auch Fragen in Zusammenhang mit Solidarität. In konzeptuellen Begriffen müssen wir die ganze Idee der Entwicklung neu denken. Ich denke, das wurde bereits erwähnt. Es gibt ein lineares Denken in der Gesellschaft hin zur modernen Zivilisation. Und das müssen wir auch entkolonisieren, weg von diesem linearen Denken. Und wenn wir das dann tun, können wir uns öffnen gegenüber neue Konzepte eines guten Lebens. Ein Leben, was vom globalen Süden kommt, mit anderen Prioritäten, anderen Werten. Und zweitens, ein weiterer wichtiger Punkt ist meines Erachtens, dass wir die modernistischen Ideen neu denken, die dahinter stecken und darunter liegen. Nämlich, dass der globale Süden außerhalb steckt und dass der globale Süden mehr Modernität braucht, sodass die Menschen ein besseres Leben leben können. Und dass das eine Art Problem sei, dass die Menschen im globalen Süden wieder aufholen müssen, sodass sie auf gleicher Ebene stehen. Und das öffnet die Tore derer, die sagen, ja, es ist das Überleben des Weißen. Aber es zeigt eben nicht die wahre Realität. Argue that if we think that way, then we have the problem of producing a people who are. Und dann haben wir noch ein weiteres Problem. Was Probleme Objekte der Entwicklung sind. Menschen, die es nicht schaffen, für sich selber zu denken, die eine Unterstützung brauchen von jemand anderem. Und auch dieses Argument müssen wir ganz vorsichtig bedenken. Denn warum sollten diese Menschen das nicht schaffen? Und wenn man das so denkt über die, was sind denn das für Machtdynamiken, die zugrunde liegen? Und deswegen müssen wir wie Franz Fanon denken, über den globalen Süden sprechen. Wenn wir entkolonisiert werden, dann bedeutet das, dass wir neu gedacht werden als Menschen, die anpacken können, als Menschen, die für sich selbst denken können. Deswegen müssen wir eben dorthin kommen, zu mündigen Menschen, die selbst denken, selbst anpacken und nicht Objekte der Entwicklung, die nur nehmen und annehmen. Und auch zurück zu den Denkern des Afrikas gehen. Abilcar Capran zum Beispiel, der Entwicklung definiert als Entkolonisierung, die zurückgehen muss zur Quelle. Wir müssen uns die Geschichte ganz genau anschauen. Imperialismus, Kolonialismus verneinten den Menschen des globalen Süden deren eigenen Geschichten. Entkolonisierung heißt also, man geht zurück zur Geschichte, man packt die eigene Geschichte an. Entwicklung muss helfen, wieder zurückzugehen zur eigenen Geschichte und quasi selbst wieder seine Geschichte anzupacken. Und wenn man dann diesen Gedanken weiterführt, gibt es einen weiteren Denker des globalen Süden, der sagte, Dekolonisierung ist Erinnern, das Sich-Erinnern.
und dass man ein aktiver Teil des Sich-Erinnerns ist. Das ist After Yes, der das sagte. Und wenn man das nicht macht, ist man eben kein Teil des Erinnerns. Da geht es darum, dass man wirklich auch das in einzelne Stücke auseinandernimmt. Und dann ist man möglich, manche Probleme wirklich auch lösen zu können. Und dann gibt es ein weiteres Problem, das wir von einer Wissensperspektive aus sehen. Das ist dieser komparative Ansatz zur Entwicklung. Den gibt es in Nordamerika, den gibt es in Europa. So wird Entwicklung oft gedacht. Ich denke, das wissen Sie selbst, da muss ich nicht ins Detail gehen. Aber nochmal zur Frage des Wissens. Es ist fundamental, denn 1979 hat ein nigerianischer Politiker, Clark Akerberg, ein Buch veröffentlicht und gesagt, soziale Wissenschaft ist Imperialismus. Will damit sagen, das kann auch eine Hürde sein zur Entwicklungshilfe. Weil man dann quasi gewisses Wissen als sich reklamiert, als gesetzt akzeptiert. Ich unterrichte Entwicklung. Und da sieht man auch, dass diese klassischen ökonomischen Gedankengänge einfach sehr dominant sind. Und die sind versteckt in so vielen Gedanken und Ideen. Die sind so verwurzelt. Und jetzt wollte ich nach diesen ersten Anmerkungen nochmal zurückgehen zu den Fragen, die von Uta gestellt wurden. Was sind die wichtigsten Anreize, die es gerade gibt für diese Nord-Süd-Achse oder Süd-Süd-Achse? Für mich bedeutet die Frage folgendes. Der dringlichste Ansatz für uns wäre jetzt, nicht den globalen Süden als etwas anzusehen, was ein Problem ist, was wir lösen müssen, sondern dass der globale Süden Stimmen sind, die wir hören müssen. Und wenn wir das dann tun, dann können wir wieder zurückgehen zu den zugrunde liegenden Ideen, die vom globalen Süden selbst kommen. Europa ist aus der dritten Welt, da gibt es Zusammenhänge. Und was bedeutet das? Es gibt keine Maschinen ohne die Versklavung von AfrikanerInnen. Das bedeutet auch, dass es eine gleichmäßig strukturierte globale Entwicklung gibt. Das bedeutet auch, dass die aktuelle Wissenschaft der Unterentwicklung oder die Anzeichen kein natürliches Phänomen sind, keine natürliche Entwicklung, sondern sie sind ein Produkt eines modernen Systems. Und wir müssen dieses demaskieren. Wir müssen demaskieren, was sich dahinter versteckt. Wir müssen demaskieren, wie diese moderne Welt funktioniert. Denn ein Teil der Welt wird entwickelt durch den anderen Teil der Welt. Das geht zurück auf die 1960er Jahre, wo eine neue Wirtschaftsordnung gedacht wurde. Und diese Forderung ist, dass wir feststellen, dass der Kolonialismus ein sehr hierarchiertes Weltsystem geschaffen hat. Und wir brauchen nun ein egalitäres Weltsystem, in dem es eine gegenseitige Abhängigkeit des globalen Südens und des globalen Nordens gibt. Und das zum Guten aller. Und von da aus können wir uns dann Themen wie Reparationen und Restitutionen ansehen. Dann können wir uns auch Gedanken über die Verantwortung des globalen Nordens machen, und zwar die Verantwortung, sich mit den progressiven Bewegungen im globalen Süden zusammenzutun, um die Ressourcen neu zu verteilen. Auch wenn es sie an einem Teil der Welt gibt und das auf Kosten eines anderen Teils der Welt. Denn das führt zu Massenbewegungen von Menschen. Das führt zu Armut und Unterentwicklung in den Bereichen, wo
wo der Wohlstand eben nicht liegt. Und das ist nicht nachhaltig. Die nächste Frage war dann, welches Wissen fehlt in der Diskussion über die Entwicklungshilfe und welche Rolle spielt das Wissen? Das habe ich schon angesprochen. Ich möchte aber noch sagen, dass das Wissen in der Wissenschaft getrennt werden muss von dem Wissen im wahren Leben. Das Wissen darf nicht dazu dienen, andere zu dominieren und auszunutzen. Wenn wir über die Entkolonialisierung des Wissens sprechen, dann denken wir genau darüber nach. Das Wissen selbst wurde kolonialisiert und wurde reinstrumentalisiert für Zwecke, die nicht dem Leben dienten, sondern der Dominanz und der Ausbeutung. Und ich glaube, dass wir da sehr gründlich drüber nachdenken müssen. Wie können kritische Entwicklungsorganisationen aus dem globalen Süden einen Beitrag leisten zur Dekolonisierung der Hilfe? Ich glaube nicht, dass es kritische, unabhängige Entwicklungshilfeorganisationen im globalen Norden gibt. Denn die Kolonialität unterwirft alles gewissen Machtstrukturen. Auch unabhängige Bewegungen unterliegen immer Machtstrukturen. Aber wenn es sie gibt, dann können sie etwas beitragen, indem sie sich mit Bewegungen wie Black Lives Matter, den feministischen Bewegungen und vielen anderen zusammentun, um zu fordern, dass die globalen Machtstrukturen aufgebrochen werden, dass das Wissen neu verteilt wird, dass die Entwicklungshilfe als wirklich wohltätig ist. Vielleicht möchte ich hier einmal einen Punkt machen. Ich hoffe, dass ich schon viele Gedanken zu dem Thema anregen konnte. Vielen Dank bis hierher. Oh, maybe I continue. Thank you so, so much, Sabelo. Gut, vielen herzlichen Dank, Sabelo, dass du uns noch einmal auf den Punkt gebracht hast. Das war ein sehr eindeutiger, brillanter und anregender Vortrag. Ich möchte nun gerne die Diskussion eröffnen. Wir haben bereits eine Frage im Chat. Diese Frage wurde schon eingetippt, während du noch gesprochen hast. Vielleicht beginnen wir nun einmal damit und laden gleichzeitig alle anderen ein, noch einmal über eure Fragen nachzudenken. Und dann wird Denise uns informieren, ob jemand uns hier in der Fishbowl besuchen möchte, sozusagen möchte. Die erste Frage, Sabelo, da geht es darum, ob die Ukraine vielleicht auf eine gewisse Art und Weise als Teil des globalen Südens angesehen werden kann. Warum hast du das so formuliert? Was möchtest du damit sagen? Sind es nicht zwei oligarchische Systeme, die hier gegeneinander kämpfen in diesem Krieg? Was ist hier das Südliche daran? Ja, das habe ich bewusst so formuliert und es war mir klar, dass das Fragen aufwerfen würde. Mein Gedanke ist folgender. Die Frage ist ja, was meinen wir eigentlich, wenn wir über den globalen Süden sprechen? Der globale Süden ist ja per se keine Geografie, sondern eine Enunziation. Und in der Arbeit zur Entkolonisierung, die wir hier machen, sind wir ja hier in Europa. Und die Advokaten der Epistemologie im globalen Süden, da gibt es einen Professor an der Universität in Coimbra, der sagt, dass der Norden nicht im Norden ist und der Süden nicht im Süden. Man fragt sich natürlich, warum er das so formuliert, aber er hat eine Denkweise,
in der er sagt, dass Südeuropa eine Peripherie von Westeuropa ist. Und wir haben viele verschiedene Dominanzszenarien erlebt, zum Beispiel durch Russland oder durch andere Imperien, die bis heute über die Dekolonisierung aus Osteuropa denken, das was etwas ganz anderes ist als die Dekolonisierung aus Afrika, aus Asien, Lateinamerika und so weiter. Ich bin also überzeugt davon, dass auch Osteuropa seinen eigenen Süden hat, sozusagen. Also es gibt hier ein Gefühl der Peripheralität, wenn man es so sagen möchte. Und dieser Krieg zwischen Russland und der Ukraine lässt sich nicht außerhalb dieses Rahmens diskutieren. Ja, vielen Dank. Das klärt das sehr gut. Denise, möchtest du übernehmen? Ja, gerne. Dann können wir jetzt vielleicht die erste Person einmal einladen, die die Hand gehoben hat. Wir möchten auch weiterhin alle anderen einladen, gerne die Hand zu heben und in die Fishbowl zu kommen. Die erste Frage kommt von Ni. Ni, du kannst dich jetzt gerne dein Mikrofon freischalten. Das dauert wahrscheinlich ein paar Sekunden. Guten Abend. Ich möchte auf Indonesisch sprechen. Hallo? Ja. Inggris. Okay, terima kasih, Ibu. Ya. Kami sempat Wir hatten die Sprache, wir haben darüber gesprochen, über die Dekolonisierung. Und ich arbeite mit in einer Bewegung und ich bin auf Bali in Indonesien. Und unsere Organisation, wir lesen die Archive über die Kultur und arbeiten zusammen, wie wir unsere kulturellen Wurzeln stärken können. Und einen Moment bitte. Was ich sagen möchte in dem Kontext unserer Diskussion, die sehr interessant ist heute mit diesem Thema, ich möchte hier sagen über den Wissenskontext. Aber bevor wir hierüber sprechen, da müssen wir eigentlich sagen, wer definiert, was ist Global South? Wo stammt diese Definitionen zwischen Norden und Süden, wo stammen die her? Nicht, dass es so ist, dass zum möglicherweise, dass Sie vielleicht denken, diese Definition müsse geändert werden, denn der Kontext ist doch die Dekolonisierung, dass die Gesellschaften im Süden, die bis hin dekolonisiert würden, müssen wir vielleicht diese Definition überdenken und neu schaffen in einem postkolonialen Konzept. Denn unsere sozialen Strukturen, wir haben Werte, die uns aus unserer Kultur geschaffen sind, die entstanden sind, als die erste Oligarchie hier geherrscht hat, die VOC, das heißt die niederländische Handelskammer,
Organisation. Und deren Denken ist hier in unserem Staat weiter festgehalten worden. Und damit sie den Zugang finden, das heißt, das Wissen, was die VOC und was nachher durch die Kolonialmächte aufgenommen wurde, ist eigentlich dann schon von der Kolonialmacht aufgegriffen und bearbeitet worden. Das heißt, hier müssen wir sehen, was ist eigentlich, vielleicht arbeiten Sie mit, vielleicht haben Sie aus dieser Definition selber Profite gezogen und die lokale Bevölkerung ist außen vor. Ich stimme auch zu bezüglich Russland und der Ukraine. Wenn wir hier sehen, die Ökologie des heutigen Tages, wo alle plötzlich nach dem Kyoto-Protokoll dann Greta entstanden ist, und entstand eine Panik über die globale Erwärmung und andere Themen, ob das die Erde hier das Leben noch weiter auf der Erde so führen können. Das heißt, lokale Kulturen, die adaptiv bisher reagiert haben. Die traditionellen Gemeinschaften in Indonesien sind dann zerstört worden durch die Kolonisierung. Das verstehen wir schon. Aber wir müssen sehen, wer hatte den Profit davon? Im Kontext des Wissens können wir feststellen, was das Wissen ist, dass zum Beispiel ein Kilometer genauso weit ist wie in Europa, in Indonesien und überall auf der Welt. Aber das dürfen wir nicht das ist einfach eine Übereinkunft. Aber wir dürfen das nicht als unverrückbar ansehen. Und ich bin überzeugt. Okay, thank you very, very much. But to keep a little time. Ich habe noch einen Punkt, den ich sagen wollte. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Genau. Ja. Sorry for interrupting you, but Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Wir haben ja nicht ganz viel Zeit und wir möchten auch, dass viele andere noch die Möglichkeit haben, ihre Fragen oder Kommentare zu stellen. Exactly, ja. Yeah. Okay, so it's your turn, Sabelo. Sabelo, bitte. Bei der Frage kam ich nicht so richtig mit. Gibt es die Möglichkeit, diese Frage noch kurz zusammenzufassen? Aber ich habe verstanden, es gibt ein Problem mit der Definition des globalen Süden. Aber ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Ich habe keine Kopfhörer, deswegen habe ich die Verdolmetschung nicht gehört. Ach je, nein, es gibt unten diesen Globus, das Symbol, auf das man drücken kann. Und wenn man da drauf drückt, ja, ich meine die Verdolmetschung. Genau. Und dort kann man dann den Kanal auswählen und sich die Sprache auswählen. Ja, also es ging ganz zentral um die folgenden Punkte, wenn ich es richtig verstanden habe. Wo kommt denn diese Definition des globalen Süden und globalen Norden her? Und mit all den Implikationen und Auswirkungen, die diese Definitionen haben, ist das nicht schon selbst eine problematische Konstruktion, dass wir immer wieder zu diesem Unterschied Norden-Süden zurückgehen? Falls ich jetzt falsch zusammengefasst habe, dann bitte einmal kurz mit einem Satz mich korrigieren. I didn't notice the name of our contributor. I hope ich erinnere mich nicht an den Namen der Person, die gerade diese Frage gestellt hat. Ich hoffe nur einfach, dass ich das jetzt korrekt zusammengefasst habe. Let me try to, okay, to respond, sagt Sabelo. Ich versuche jetzt darauf eine Antwort zu finden. Is the person also speaking from Indonesia? Diese Person, kam die aus Indonesien?
Ja, korrekt. Das ist nämlich wichtig zu wissen. Das ist sehr interessant, wenn es selbst aus Indonesien kommt. Denn in Bandu haben sich Afrikaner und Indonesier getroffen. Und dort hat man versucht, die Welt neu zu schaffen, neu einzurahmen für den globalen Süden. Da waren diese zwei Blöcke, der Ostblock und Westblock, und die haben dann versucht, die Kolonialisierungsströme anzupassen. Und da kamen Fragen auf für die neue Wirtschaftsordnung. Also wo kommt diese Definition her? Grundsätzlich kommt es von den Kolonialherren, die dieses Paradigma der Unterschiedlichkeit gepusht haben. Und ich stimme dem Fragesteller zu. Es ist eine problematische Kategorisierung, aber es kann auch nützlich sein. Was meine ich damit? Wenn wir über den globalen Süden sprechen, dann sprechen wir grundsätzlich über eine geografische Differenz, eine Unterscheidung, ein Auseinandertreiben. Und das ist ein Produkt von Machtdynamik. Und das ist auch immer wieder ein wichtiger Punkt beim Widerstand als Reaktion auf Kolonisierung, Sklaverei, Patriarchat, Rassismus. Aber man spricht auch in positivem Wege darüber, wenn man über Möglichkeiten spricht. Möglichkeiten zu einer anderen Art des Lebens. Und das muss ich jetzt wieder in Einklang bringen. Also wir sprechen hier eben auch über lokale Befindlichkeiten und deren Probleme. Aber was kann man denn jetzt vom globalen Süden lernen? Was ist nützlich für das Dekolonisieren der Unterstützung der Entwicklungshilfe? Das sind die nützlichen Fragen. Wir haben eben immer wieder diese geografischen Besonderheiten, in denen man dann das Wissen vorfand, in denen man dann sich gewisse Konzepte erdacht hat für die Zukunft, für das Zusammenleben. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen rufen. Die Person, die diese Frage gestellt hat, nun, da möchte ich sagen, ich würde mir wünschen, dass die Welt nicht so ist, aber so ist die Welt leider gerade. Aber wir haben es eben auch mit sehr komplexen Konstrukten der Kolonisierung zu tun und was dies in den Menschen selbst ausmacht. Es gibt soziale Klassifizierung, es gibt die Unterscheidung in Schwarz, Weiß, Braun, Mittelklasse, Unterklasse etc. Das ist zwar nicht mehr sichtbar, gibt es aber trotzdem noch heute. Und wenn wir dann über globale Machtverhältnisse sprechen, dann sind wir eben in dieser Welt, die sehr hierarchisch ist, von oben nach unten geht. Ich denke, das muss ich hier keinem erklären. Jeder versteht den Hintergrund. Auch jetzt in der NATO spiegeln sich diese Strukturen wieder, bei der Verteilung der Massenvernichtungswaffen. Ich würde mir wünschen, dass diese Dinge nicht existieren, aber sie existieren leider und die werden nicht gehen, weil wir uns das wünschen. Aber wir müssen unsere Erwartungen einfach in einen realistischen Rahmen packen. Was können wir erwarten und was können wir davon nützlich für die Dekolonisierungsdiskussionen nutzen? Es gibt ein paar weitere Fragen im Chat und es gibt noch ein paar Personen, die was sagen möchten. Und vielleicht haben wir auch noch einen zweiten Fragepart für später.
Vielleicht können wir das versuchen zusammenzubringen. Denise, möchtest du übernehmen oder soll ich? Du kannst gerne mit den Chatfragen weitermachen oder auch erst mit den Menschen, die selbst etwas sagen möchten. Naja, ich habe jetzt nicht alle Chatfragen vor Augen, aber ein, zwei habe ich gesehen, bei denen es darum ging, wie die Beziehungen zwischen Knowledge is so fundamental for Beziehung zwischen Wissen und Hilfsmaschinerie ist. How does it relate or in which relation do we have to think it? Also, was bedeutet das, diese Relation? Und wie kann man diese Maschinerie an Entwicklungshilfe einordnen in diesen Wissensrahmen? Und das geht weiter zu einer zweiten Frage, die ich auch im Chat gesehen habe. Was bedeutet das für den nördlichen Teil? Soll Solidarität dann bedeuten, wir gehen zurück zur Geschichte, wir lernen von der Geschichte, wir konzentrieren uns auf Wissensaufbau und nicht so sehr um Entwicklungshilfe? Ich würde gerne zwei, drei Fragen sammeln und dann antworten. Ja, dann nehmen wir eine weitere Frage aus dem Chat. Und es gibt eine weitere Frage aus dem Chat, die heißt wie folgt. Was denken Sie über Genderprogramme, Frauenprogramme in Afghanistan? Was bedeuten diese Programme? Was bedeutet dieses normative Eingreifen in eine Gesellschaft? Dann gibt es eine weitere Frage. Da geht es um die Rhetorik der Entwicklung. Man hat den Anspruch, humanitär zu sein, wenn es im Grunde kapitalistisch und kolonialistisch ist. Also einfach nur Dekolonisierung, um neue Machtstrukturen zu erwirken. Und eine weitere Frage, gibt es Momente, an denen wir mit der Entkolonisierung der Entwicklungshilfe beginnen können? Und an welchen Punkten könnten wir das dann erfolgreich machen? Beim Entwurf eines Konzepts, bei der Umsetzung des Konzeptes? Müssen wir den Geldgebern ansetzen? Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich versuche, die Fragen jetzt zu beantworten, so wahr, wie ich das nun eben machen kann. Ich möchte natürlich auch nicht behaupten, dass ich jetzt die Lösungen für alle Probleme parat hätte. In order to frame almost the three questions, I think it takes us back to. Bei den letzten Fragen geht es ja zur fundamentalen Frage. Was bedeutet es, zu dekolonialisieren? Und sollten wir das tun? Und warum sollten wir das tun? Es freut uns einerseits, dass die Welt von diesem Fieber der Dekolonisierung gepackt worden ist. Das freut uns, aber es ist natürlich eine Metapher. Und inwieweit könnten wir das nutzen für eine Art Revolution? Ich denke, wir müssen uns auch die Archive wirklich zu Herzen nehmen. Die Archive der Dekolonisierungsinitiativen.
Ein Beispiel aus den Archiven. Das Archiv von Lateinamerika, das Archiv der modernen Kolonisierung. Hier finden wir bereits Instrumente, die wir nutzen können für die Dekolonisierung. Also wir haben hier schon ein entsprechendes Wissen, eine entsprechende Struktur für Gender, für Machtverhältnisse, für Natur, für die Gegebenheiten. Und es gibt auch die Kolonisierung der Spiritualitäten. Also wir haben dort schon entsprechende Instrumente. Und jetzt müssen wir also herausfinden, was es bedeutet, über die Kolonisierung des Wissens zu sprechen. Oder die Kolonialität des Wissens. Und über all diese Kategorien, die damit einhergehen. Und dann gibt es immer diese Pyramiden, die sagen, die sind komplett human, die sind subhuman, also menschlich, nicht menschlich. Und das ist natürlich ganz klar falsch. Das ist ein Konstrukt, eine Invasion von imperialistischen Konzepten. Das müssen wir destrukturieren. Der Grundgedanke bei der Klassifizierung der Menschen in Rassen, in Mann, Frau, in Mensch, Nichtmensch, hat Implikationen, denn dann hat man den Eindruck erweckt, dass es Nichtmenschen gibt ohne Kultur, Sprache, Geschichte, die immer noch darauf warten, entdeckt zu werden, mit missioniert zu werden, entwickelt zu werden. Und das erklärt uns dann ja auch, dass sobald wir die sozialen Pyramiden verstanden haben, wir dann auch anfangen können mit der Kolonialität der Machtverhältnisse und der Strukturen, die deswegen ins Leben gerufen wurden, um diesen Status aufrechterhalten zu können. Und wieder zurück zur Idee, Fenster einzuwerfen. Genau das müssen wir kaputt machen. Wenn wir irgendetwas erreichen wollen, dann dieses Fenster einzuwerfen, diese Strukturen einzubrechen, die immer wieder die gleichen Dinge neu produziert. Und genau dort wollte ich, dass wir alle hinkommen, dass wir diesen Punkt erreichen, wo wir dann Dekolonisierung neu denken können. Es gibt diese konzeptuellen Instrumente, die es uns möglich machen, das zu tun. Wir können die schon umsetzen und einsetzen. Wir können das schon in der Entwicklungshilfeindustrie tun. Und ich kann diese Ideen nur immer wieder anbieten. Aber ich komme ja eben von der Wissenschaft, und deswegen kann ich nur diese theoretischen Konzepte anbieten. Und natürlich hat das alles Auswirkungen. Wie zum Beispiel, man kann nicht über die Entkolonisierung der Entwicklungshilfe nachdenken, ohne einzusehen, dass die Entwicklungshilfe ja schon eine Auswirkung von etwas ist. Also wir müssen an die Wurzeln gehen. Denn wenn wir die Strukturen ändern, Institutionen, die Systeme etc., nun dann können wir auch der Entwicklungshilfe einen neuen Zweck zuführen. Entwicklung ist, Hilfe ist wichtig, es ist auch eine Folge der Kolonisierung. Ich komme aus einer afrikanischen Gesellschaft und viele Menschen brauchen eben Unterstützung, um diese Strukturen zu verlassen. Aber was problematisch daran ist, ist, dass wenn man Entwicklungshilfe mit den globalen imperialistischen Entwürfen zusammenbringt, dann haben wir eben dieses Problem. Und deswegen die Frage, die fundamentale Frage der Entkolonisierung der Entwicklungshilfe. Und dann gibt es ja diese Gender-Programme in Afghanistan, die wurden vorhin ja auch angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, was genau dort passiert, aber von einem Entwicklungshilfe-Punkt aus gesehen, wir haben eben immer noch diese Diskussionen aus den 1990ern, Frauen in der Entwicklungshilfe, Frauen in der Gesellschaft.
die Frauen mussten in diesen Diskurs gebracht werden. Aber auch hier geht es wieder an das Demaskieren der Frage, um was geht es bei der Entwicklungshilfe denn eigentlich? Das Konzept der Entwicklungshilfe ist doch die Grundlage, dass die Gesellschaften dank der Entwicklungshilfe auch in eine Situation gebracht werden, sich selbst zu helfen, die Situation zu verbessern, Verantwortung zu übernehmen. Aber dass ein Land sagt, es ist meine Verantwortung, ein anderes Land zu helfen, dass es sich entwickeln kann, das ist ja per se schon nicht gut. Und das bringt eben immer wieder diese alten Strukturen in den Diskurs. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage beantwortet hat, aber das waren jetzt meine Kommentare. Clarification, I think. And, ja, das war eine sehr wichtige Klärung, denke ich, eine gute Einordnung. Gleichzeitig hat es uns auch gezeigt, wie es funktioniert, Fenster, wenn man Fenster einwerfen will. Go ahead with Fishbowl. Denise, möchtest du mit Beiträgen aus der Fishbowl weitermachen? Gerne. Wir haben hier eine recht lange Liste. Es wurden noch 4, 5 Hände gehoben. Und na, jetzt möchte ich als erstes Miriam einladen, zu uns zu sprechen. Miriam, du kannst jetzt dein Mikrofon freischalten. Bin ich zu hören? Ja. Vielen Dank für die interessanten Einsichten und die Diskussion. Und in der Diskussion fiel mir das letzte Argument auf. Ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt richtig paraphrasiere, aber ich habe das mir so gemerkt, als wärst du eine Organisation aus der Minderheitenwelt und du arbeitest gegen die Machtstrukturen. Das erinnerte mich an Adon. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ins Englische bringe. Die Aussage ist, dass es kein richtiges und falsches Leben gibt. Deswegen frage ich mich, erstens, ob ich das richtig verstanden habe und zweitens, ob du eine Idee dazu hast, wie man dieses Dilemma lösen könnte. Soll ich direkt antworten oder wollen wir noch 2, 3 weitere Fragen hören? Soll ich antworten? Ganz wie du willst. Ich kann gerne noch weitere Leute einladen. Ja, ja, mach das gerne. Es gibt so viele Fragen. Dann als nächstes Trini Mala. Und das können wir auch in ein paar Sekunden direkt freischalten. Suara saya bisa didengar? Saya akan bicara dalam bahasa Indonesia. Ich werde auf Indonesisch sprechen. Ist das in Ordnung? Ja, vielen Dank. Ich möchte nur hinzufügen, wie das lokale Wissen von den verschiedenen Modellen der Hilfe und der Entwicklung an die Seite gedrängt wird, das heißt durch das Elitewissen. Denn was in der Hilfe getan wird, ist das, was die Elite in unserem Land hier haben möchte. Ich möchte nicht sagen, dass es ich möchte nicht über Nord und Süd sprechen, sondern über die Staaten, die Hilfe geben und die anderen. Unser Land, mein Land, Indonesien, ist ein Archipelstaat. Und wir haben mit dem Tsunami in Aceh ja vor eine sehr große Katastrophe erlebt. Okay. Der, da war,
Dabei war es eigentlich so, dass wir die Tsunamis kannten vorher. Denn es war, und aber wir sahen jetzt, dass es zusammenhängt mit den Projekten, die von den Staaten eingeführt wurden. Das heißt, die Hilfe war nicht nur, die wurde nicht umsonst von uns erhalten, sondern es war ein Geben und Nehmen. Das heißt, wir mussten irgendetwas geben. Das sahen wir, dass die Hilfe, die in unser Land kam, nicht gratis war, sondern zusammenhing mit Schulden, die nachher auch wieder abbezahlt werden müssen. Das heißt, die Hilfe, die von der Weltbank, vom Währungsfonds und so weiter kommen, sind immer an Bedingungen gebunden und hängen zusammen mit den sozialen Strukturen in unserem Land. Das heißt, eigentlich in unserem Land, in meiner Region, kannten wir schon dieses Phänomen eines Tsunamis. Aber wenn wir jetzt nicht unseren Begriff nehmen, sondern den Begriff Tsunami, der aus der Fremde kommt, dann denken wir auch an Instrumente, die wir nehmen, um ihm zu überwinden, diese Gefahr, die aus der Fremde kommt. Wir arbeiten nicht an dem eigenen Wissen, was bei uns schon vorhanden ist. Das heißt, wir müssten zusammenarbeiten und wir müssen unsere bei dem Wiederaufbau auch an die Solidarität setzen in unseren Regionen. Das heißt, wir müssen darauf zählen, dass die Hilfe, die kommt und auch in die Länder der anderen spielt, das heißt nicht, dass wir nur die Hand aufstrecken, sondern dass wir eigentlich sehen müssen, in welchen Strukturen dies passiert. Vielen Dank. Shall we take another one or two? Is there that one or? Sollen wir noch ein, zwei Fragen hören? Gibt es noch eine dritte? Ja, wir haben noch zwei weitere Personen, die wir heute noch nicht gehört haben. Und dann hat Nie noch einmal die Hand gehoben. Vielleicht fangen wir mit den zwei Neuen an. Und wenn noch Zeit ist, nehmen wir Nie. Jetzt wäre dann Franziska die Nächste. Franziska kann gerne in ein paar Sekunden auch zu uns sprechen. Das dauert immer einen kleinen Moment, bis neue RednerInnen hier freigeschaltet werden. Hallo, bin ich zu hören? Ja. Ich bin Sozialarbeiterin und ich forsche über Erwachsene in Ghana und ihre Erfahrungen. Und mir ist aufgefallen, dass viele Themen, vor denen diese Menschen stehen, zu globalen Machtdynamiken verlinkt sind. Und es ist sehr schwer, all diese Systeme zusammenzuführen, denn dazu müsste man sich die Geschichte Ghanas ansehen, aber auch die globale Geschichte und alles zusammenbringen. Und je tiefer ich einsteige, desto mehr wird mir klar, dass das, was ich in der Schule im Geschichtsunterricht gelegt habe, da handelte es sich um einzelne Ereignisse. Es gab keinen globalen Zusammenhang. Und es ist für mich jetzt frustrierend, in meiner Doktorarbeit daran zu arbeiten und all diese Systeme verstehen zu wollen. Ich glaube, das ist ein Problem, dass wir tatsächlich eine Möglichkeit finden müssen, wie die globale Geschichte an SchülerInnen vermittelt werden kann und an StudentInnen. Auch in Ghana ist mir aufgefallen, dass es kein großes Buch über die Geschichte Ghanas oder etwas in der Art gibt. Das ist also etwas Omnipräsentes, dieses Problem. Und wir können aber so viel aus der Geschichte lernen. Wir müssen aber sehr, sehr tief einsteigen und sehr tief gehen. Es gibt hier Zusammenhänge zwischen Handel, zwischen der Ausbeutung von Gesellschaften und so weiter. All dies ist sehr, sehr tief in unserem System verwurzelt. Niemand spricht aber darüber. Und da müssen wir
einen interdisziplinären Ansatz finden. Nicht nur die Sozialarbeit, nicht nur die Ökonomie, nicht nur die Geschichte, sondern alles muss irgendwie zusammengeführt werden. Und das ist eine große Aufgabe. Und ich glaube, das findet in unserem Schulsystem heutzutage nicht statt. Denn es gibt so viele Hierarchien und diese westliche Hegemonie oder die Hegemonie westlichen Wissens. Ja, ich hoffe, Sie verstehen, wie ich das meine. Ja, das verstehe ich, glaube ich. Vielen Dank, Franziska. Und nun noch eine letzte Frage für diese Runde und dann hören wir die Antworten. Die nächste Frage kommt von Radwa. Ich möchte noch einmal auf die Frage zurückkommen, die ganz zu Beginn im Chat gestellt wurde. Da ging es um das Thema der Ukraine und Russland. Wir haben auch die Frage der Militarisierung zu Beginn kurz angesprochen. Und ich finde, dass es sehr interessant ist, sich einmal anzusehen, was hier passiert, wegen der Hegemonie und der Militarisierung. Es gibt Stimmen, die sagen, dass wir hier globale Verschiebungen aktuell sehen. Und ich habe hier zwei Fragen. Erstens, wo und wie wird hier die Frage und das Verständnis von Entwicklungshilfe eingebracht innerhalb dieser zwei oder mehr Verschiebungen? Das ist meine eine Frage. Die andere Frage ist, wenn wir uns diese neuen Mächte, auch wenn sie nicht wirklich neu sind, aber diese Hegemonien, die als neue Mächte angesehen werden, wie China, Türkei, Saudi-Arabien und so weiter. Welche Horizonte eröffnen sich hier oder welche Horizonte werden hier geöffnet? Wie können wir die Dekolonialisierung in diesen Veränderungen, in diesen hegemonialen Konstellationen denken? Vielen Dank für all die interessanten Fragen. Ich möchte direkt mit der letzten Frage beginnen. Ich hoffe, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass die Ukraine Teil des globalen Südens ist. Ich möchte gerne erklären. Ich arbeite momentan in einem Buchprojekt. Und es heißt, grob übersetzt, die Neuschmiedung der Welt aus dem globalen Süden über die Kolonialität des Internationalismus hinaus. Und dieses Buchprojekt wurde durch den Ausbruch des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine im Februar 2022 hervorgerufen. Ich habe also diese Frage, die wir heute uns auch stellen, mir selbst auch gestellt. Als Uta mich vorhin vorgestellt hatte, sagte sie, ich hätte so viele Bücher geschrieben. Aber ich schreibe die Bücher nicht, um eine Doktorarbeit zu machen oder etwas in der Art, sondern aufgrund der Themen, die ich darin behandle. Und als dieser Krieg ausbrach, konnte ich nicht einfach stillhalten, sondern ich hatte den Eindruck, dass ich meine Stimme dazu erheben müsste. Ich arbeite also an einem Buch, das sich mit dem Kalten Krieg beschäftigt. Also ich beginne im ersten Kapitel mit dem Kalten Krieg und hier beschäftige ich mich mit Osteuropa und gehe dann über zum Internationalismus und ich beschäftige mich damit, was mit der internationalen globalen Ordnung passiert. Warum erwähne ich das? Oder warum habe ich das hier im Kontext der Dekolonialisierung der Hilfe aufgebracht habe, ist, dass wir viel Hilfe sehen. Wir sehen Hilfe, die in Form von Zelten und von Waffen kommt, was eigentlich die Konflikte eskaliert und die Hilfe, die bringt einen militärischen Industriekomplex mit ein. Und dieser militärische Industriekomplex bedeutet, dass mehr verkauft wird, dass Gewinn aus Toten geschlagen wird, wenn man das einmal so sagen möchte. Und dieses Konzept
wollte ich einmal aufwerfen. Ich stelle auch fest, dass der Krieg nicht wirklich zwischen Russland und der Ukraine stattfindet. Die Ukraine ist nun die Bühne eines globalen Kriegs. Ich habe also angesprochen, dass das Hauptproblem der Hegemonie ist, dass die Kriege immer zu einem anderen Ort exportiert werden. Die sollen nicht zu Hause stattfinden, sondern in anderen Ländern und Regionen. Und diese Kriege finden immer in dem, was ich globalen Süden nenne, statt. Also der globale Süden, auch also Westeuropa, der Nahe Osten und so weiter. Also das ist so der Gedankenrahmen, in dem ich mich bewege. Aber ich denke nicht aus der Blickweise Osteuropas. Obwohl ich hier in Deutschland lebe, ist meine Denkweise immer noch afrikanisch. Das ist meine Perspektive. Wenn dieses Buch also veröffentlicht wird, werden Sie feststellen, dass es sich damit beschäftigt, dass ich eine Perspektive des globalen Südens auf die Geschichte in der Ukraine werfe. Und das wurde hervorgerufen aufgrund der Vereinten Nationen, der Generalversammlung, wo einige Länder entschieden haben, dass sie sich neutral verhalten wollten. Es gibt hier eine Verschiebung von der Ideologie zu einer Transaktion der Beziehungen innerhalb dieser Mächte. Das ist der Hintergrund. Deswegen habe ich das so aufgeworfen. Dann gab es noch eine Frage, die sich auch darauf bezieht, auch eine wichtige Frage, die Frage nach Hilfe und Schuld oder Schulden. Und hier hat die Kollegin einen wichtigen Punkt angesprochen in Bezug auf die Tsunamis und die Hilfe, die dann als Hilfe gegeben wird, aber doch als Schuld endet. Das Problem des globalen Südens hier ist die sogenannte Schuldensklaverei. Der globale Süden finanziert immer noch den reichen globalen Norden durch Rückzahlungen von Schulden. Ich bin in Simbabwe geboren worden und diese Woche war der frühere Präsident aus Mosambik in Simbabwe und versucht hier Hilfe bei der Rückzahlung von Schulden zu leisten. Das ist ein großes Problem. Diejenigen, für die Menschen, die in armen Geografien leben. Sie zahlen jedes Jahr das gute Leben anderer. Und darüber müssen wir einmal nachdenken. Wenn wir über Solidarität nachdenken, dann müssen wir uns von Praktikern zu Aktivisten entwickeln. In welchen Themen können wir tatsächlich Solidarität schaffen und wo brauchen wir Aktivismus? Das sind die Themen, die ich hier wichtig finde. Dann gab es noch eine Frage zu den Machtstrukturen und die Aussage, dass es kein richtiges und falsches Leben gibt. In der dekolonialen Lehre, und es gibt nicht nur die eine Lehre, sondern es gibt verschiedene Lehren, verschiedene Denkweisen, die hier zusammenkommen, da gibt es den Versuch, sich eine problematische Welt zu denken und eine bessere Welt als die aktuelle, als die problematische. Versklavung war böse, Kolonialismus war böse und so weiter. Und aus dieser Perspektive gibt es eine Normativität in der Denkweise, wenn man sagt, eine andere Welt ist möglich, eine andere Welt, die besser ist als unsere. Und die Entkolonialisierung, wenn man sich die aus der Perspektive wichtiger Denker in diesem Bereich denkt, dann geht es immer darum, dass wir eine Welt wollen, die besser ist, die anders ist. Also in dieser dekolonialen Denkweise ist immer eine bessere Welt impliziert.
Und diese bessere Welt ist immer vis-à-vis des dem postkolonialen Denken. Das bedeutet, dass wir nicht über die und wir nicht über die perfekte Welt, sondern über die neue Welt nachdenken sollten, über eine universelle Welt, wo viele verschiedene Welten koexistieren können. Es gibt also diese Vision. Vielen Dank. Das war ja bereits eine gute Zusammenfassung. Andrea sagt, dass wir nur noch 5 Minuten haben, aber es sind einige Hände bereits gehoben. Es gibt also noch ein paar Fragen. Also wenn Denise euch aufruft, dann versucht doch bitte, euch kurz zu fassen, sodass wir dann noch die Möglichkeit haben, dass Sabelo eine gute Antwort geben kann, eine ausführliche Antwort. Wunderbar. Es gibt noch 2 Personen, die was sagen möchten. Ich denke, dafür reicht die Zeit allemal. Und dann die Frage, die Bitte, sich kurz zu halten. Erst nochmal Neet, die hatten wir bereits zum Anfang der Diskussion gehört. Und dann nochmal Rosa. Neet, möchtest du anfangen? Vielen Dank. Wenn wir über das Wort Dekolonisierung sprechen, und es bedeutet, denn es fängt an mit Wissen, Land, Bewusstsein. Ich möchte hier fragen, ganz einfach, die Hilfsgelder, in welcher Sprache sie auch kommen, haben Sie nicht immer auch eine eigene Agenda? Stehen Sie nicht in einem Zusammenhang mit einer neuen Kolonisierung? Ist es nicht eine neue Kolonisierung, die Sie mitbringen? Denn es ist schon zu viele Gelder von den verschiedenen Institutionen für die Klimawandelbekämpfung von der Weltbank und so weiter kommen. Und sie enden in Schulden. Und ich möchte gerne, dass dieses Forum fortgeführt wird. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir es fortführen können, auch ohne Geldgeber, dass wir zusammenarbeiten können, dass wir an einer Konstruktion der Dekolonisierung arbeiten können. Denn was wir brauchen, ist eigentlich eine Solidarität. But now you have to keep it short, please. Engagement und einem gemeinsamen Einsatz. Dass wir heraustreten und eine eigene Imagination entwickeln, dass das Wasser, das Land, das Wissen, dass das ein gemeinsamer Besitz ist, dass wir es gemeinsam nutzen können, aber wir müssen sehen, dass es eben auch kommerzialisiert werden und in einem kapitalistischen Zusammenhang sehen kann. Vielen Dank und ich hoffe, dass wir bei anderer Gelegenheit weitersprechen können. Ich hätte gerne mehr Zeit, um all diese Fragen zu diskutieren, denn hier ist die Zeit eben sehr knapp. Vielen Dank. Ja, danke. Salut. Dann noch die letzte Person, die etwas sagen wollte, Rosa. Ja, hallo. Ja, meine Frage ist, ich komme aus Peru. Das Peru war eine Kolonie von Spanien. Aber meine Frage ist natürlich, Machismus und Patriarchalismus spielen bei der Verletzung der Frauenrechte in Zusammenhang mit soziokulturellen Bedingungen in Ex-Kolonie eine große Rolle.
Wie können wir in diesen Räumen der Kolonisierung Respekt von Frauen als Subjekt von Rechten durchführen? Diese in Anhang eine mit dem anderen. Mhm. Ja, zum Beispiel gibt es viele Verletzungen von Femizid, Vergewaltigung und es waren Ehe von kleinen Kindern mhm. auch und so weiter. Mhm. Okay, das war die Frage. Danke. And maybe Sabido, leave me the chance to add the last question from the chat. Vielleicht könnte ich noch die letzte Frage aus dem Chat hinzufügen. Da gab es die folgende Frage. Gibt es, wenn überhaupt, eine Möglichkeit, Entwicklungshilfe in den institutionellen Kontexten zu dekolonialisieren? Ja, vielen Dank für diese Kommentare und Fragen. Können wir also die Entwicklungshilfe dekolonisieren innerhalb der institutionellen Rahmenwerke? Gut, das ist eine unschuldige Frage. Was ist Entwicklungshilfe? Was nicht so unschuldig ist, ist, wer bekommt die Entwicklungshilfe? Das Dekolonisieren bedeutet nicht, dass wir die Entwicklungshilfe an sich dekolonisieren, sondern dass wir uns dekolonisieren. Und das ist ein sehr schwieriger Prozess, den wir durchlaufen müssen. Denn das fordert von uns ab, dass wir immer wieder unsere Prozesse hinterfragen. Und die Entwicklungshilfe, die eingebettet ist in den Institutionen, die die Entwicklungshilfe leisten, wenn wir dort ein Bewusstsein ändern, heißt das dann, die Entwicklungshilfe bedeutet etwas anderes? Die Frage des Dekolonisierens ist also keine Frage von mir, die auf jemanden anderen zeigt. Nein, es fängt bei mir an und jeder ist ja Teil dieses Systems. Ich bin Teil der Institutionen. Und wenn ich mein Bewusstsein ändere, meine Denkweise, meinen Wissensrahmen, meine Praktiken etc., warum tue ich etwas auf diese Art und Weise? Wenn wir alle an diesen Punkt gelangen, dann können wir Praktiken neu denken und hinterfragen, die wir vielleicht als gegeben akzeptiert haben. Und ich denke, das geht dann in die richtige Richtung, hin zu einer Dekolonisierung. Dann die Frage zum Geld und Geld, das mit gewissen Anforderungen und Bedingungen kommt. Man sagt ja oft, dass man nichts wirklich geschenkt bekommt. Und wenn man etwas geschenkt bekommt, dann weiß man doch meistens, dass das mit einer gewissen Erwartung kommt. 1943, glaube ich, das war das Jahr, in dem das passiert ist. Das war also innerhalb des Rahmens des Zweiten Weltkriegs. Damals sprach man darüber, dass die Reiche der Zukunft Reiche der Denkweisen sein würde. Das sagte man damals. Was meinte man damit? Nun, dass die Machtstrukturen quasi sich im eigenen Denken manifestieren würden. Und dass sich quasi diese neuen Reiche, Kaiserreiche auf andere Art und Weise sichtbar machen würden. Nicht mehr so fassbare, sondern eben in den Gedanken sich festsetzen. Und in diesem Zusammenhang sprach man auch über die Kolonisierung der Denkweisen. Was macht denn eine Kolonisierung mit unserer Art des Denkens? Was macht das mit der Welt? Das ist auch wieder die Frage der Epistemologie der Kolonialisierung. Und dann gab es die Frage in Bezug auf das sich Vorstellen anderer Alternativen. Es gibt diese Verwestlichung der Welt. Und auch jetzt der Versuch der USA, der Welt
denn die eigene Idee einer liberalen Welt aufzudoktrieren. Oder auch in Bezug auf China und andere Länder des globalen Südens. Und dann gibt es die BRICS-Staaten, die diese westlichen Ansätze herausfordern, hinterfragen und ihre eigenen BRICS-Perspektiven mit an den Tisch bringen. Und das ist dann diese Entwestlichung des Ansatzes. Denn in einem westlichen Ansatz gibt es natürlich ganz stark diesen kapitalistischen Ansatz. Deswegen möchte man nicht unbedingt entwestlichen. Aber es ist ein wichtiger Aspekt beim Gedanken der Entkolonialisierung. Und dann gab es eine weitere, sehr wichtige Frage. Ah ja, Franziskas Frage, auf die bin ich noch gar nicht eingegangen. Da ging es um Ghana und die komplexen Machtverhältnisse dort. Franziska, es gibt ein Buch von Slivit Mani. Slivit Mani kommt aus Uganda und dieses Buch wurde geschrieben im Zeichen einer Entkolonisierung von Afrofeminismus. Und da gab es sehr interessante Fragen, die aufgeworfen wurden. Sie sagt, wer wird denn diese ganzen Punkte zusammenbringen? Punkte von Rassismus, Sklaverei, Kolonialisierung, Patriarchat, Sexismus, Rassismus, sodass unsere Kinder auch das alles verstehen können. Und das Projekt der Entkolonisierung versucht eben, all diese Punkte zusammenzubringen, in einen gemeinsamen Kontext zu bringen, immer wieder diesen Bezug zu schaffen zur Geschichte. Aber der Zweck dahinter ist es eben, all diese Punkte zusammenzubringen, sodass man ein tieferes Verständnis der Komplexität bekommt und der Probleme bekommt, die existieren. Die Wurzeln finden wir nicht jetzt, die Wurzeln finden wir ganz tief verwurzelt, als sich die Modernität entwickelt hat. Und wenn nicht eine Sache klar rauskommt, dann doch, dass meine Möglichkeiten limitiert sind. Modernität, Kolonialität, da gibt es wichtige Momente, gerade auch Anfang des 15. Jahrhunderts bis jetzt. Und sie versucht immer wieder, diese Punkte zusammenzubringen und zu verbinden, sodass wir mit der heutigen Perspektive all das verstehen können. Und in der Wissenschaft hat man immer das Problem, dass man Symptome und Probleme sich anschaut und das quasi dann als das Problem selbst betrachtet. Da muss man das ganze große Bild anschauen. Ja, vielen Dank. Das waren wirklich perfekte abschließende Worte. Silvia Tamale ist die Autorin des Buches. Sie kommt aus Uganda und ist dort auch Professorin an der Universität. Und der Titel des Buches war, wie nochmal? Decolonization and Afrofeminism. Okay, there it is. Okay. Yeah, so, but this was kind of closing remarks. Das waren also quasi die abschließenden Worte, pünktlich. Vielen Dank. Wir durften hier ganz prinzipielle Fragen aufwerfen und uns Antworten anhören, teilweise sehr präzise, sehr detailliert. Ich möchte dem Publikum danken für diese lebhafte Diskussion, für diesen tollen Austausch. Danke auch für die Geduld, dass wir nicht auf jeden Aspekt eingehen konnten. Aber wir haben wirklich versucht, hier fast alles zu besprechen. Es gibt noch einen weiteren Termin in dieser Reihe, und zwar am 19. März. Das ist also jetzt in knapp 3 Wochen. Und dort geht es um die Frage, das Haus abreißen. Ich hoffe, dass ich viele wieder dort sehen werde, dass viele wieder am 19.03. sich dazu schalten. Und bis dahin wünsche ich
einen schönen und vielleicht sogar faulen Sonntagnachmittag oder Sonntagabend. Wenn man in Indonesien ist, ist es ja schon spät. In dem Sinne auch dann gute Nacht und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Es war wunderbar, dass wir heute diesen Austausch hatten. Dankeschön.